Herr Schlögl, welche Neuheit präsentieren Sie hier auf der SPS IBC Drives 2012? Im Mittelpunkt des Pilz Messeauftritts stehen Produkte, Systeme und Dienstleistungen, die es ermöglichen, auch komplexe Automatisierungsprojekte anwenderfreundlich durchzuführen. Mit dem Automatisierungssystem PSS 4000 und dem zugehörigen Softwareprogrammsystem PAS 4000 ist es erstmals möglich, standard- und sicherheitsgerichtete Programme in einer Umgebung darzustellen. Und was kann diese Softwareplattform, das der Wettbewerb nicht kann? Durch die Einstufung des TÜV Süd und die Zertifizierung der Programmiersprachen PAS STL und PAS IL als Programmiersprache mit begrenztem Befehlsumfang kann der Anwender in seiner gewohnten Umgebung standard- und sicherheitsgerichtete Programme programmieren und so seine Projekte abwickeln. Und welche weiteren Vorteile bieten Sie damit dem Anwender? Als weitere Vorteile ergeben sich für den Anwender, dass er seinen kompletten Entwicklungs- und Validierungsprozess eben nicht nach der Basissicherheitsnorm gestalten muss, was nach wissenschaftlichen Methoden sehr aufwendig wäre, sondern dass er die einfacher zu handhabenden Anwendernormen anwenden kann und standard- und sicherheitsgerichtete Programme in einem System darstellen kann. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei der Roten Couch Express.